Genau. Wäre ich nie drauf gekommen. Verschiedene Töne. Man soll mehrfach dran ziehen, weiß nicht, wie man drauf kommen soll. Und immer höher. Physikalisch eher ungewöhnlich. Und wieder tiefer. Gehe zurück zu James. Es bringt nichts, sich damit zu beschäftigen. Womit? Ja. James, worauf warten Sie denn? Sagen Sie mir nicht, Sie hätten die Glocke schon wieder nicht gehört. In der Tat, die Glocke hat geläutet. Es ist sehr windig, nicht wahr? Ja, es pfeift ordentlich. Warum? Frau Romanski will das nicht verstehen. Sie sagt, dass ein Automat keinen Schutz braucht. Aber mein Organismus verträgt die salzige Brise nicht mehr. Ich wage mich nicht nach draußen. Und wenn ich Ihnen meine Salzmaske leihe, wäre Ihnen das eine Erleichterung? Ganz bestimmt. Und? Hast du die berühmte Helena getroffen? Wie ist sie? Erinnert sie sich noch an Frank? Hallo, Mama. Ja, ich habe sie getroffen. Sie lebt tatsächlich in Aralbad. Sag Frank noch einmal vielen Dank. Das werde ich tun. Wie ist es in Aralbad? Wer weiß. Vielleicht wird Frank mich ja einmal dorthin entführen. Weißt du, Mama, dieser Kurort ist nicht mehr das, was er einmal war. Du wärst sicherlich enttäuscht. Vielleicht hast du recht. Dann bist du jetzt also fertig? Kommst du bald zurück? Ist deine Mission beendet? Nicht ganz, Mama. Ich habe immer noch nicht den Erben gefunden, mit dem ich die Angelegenheit regeln muss. Helena Romanski ist, wie soll ich sagen, eine Art Umweg. Jetzt hör mal zu, mein Kind. Ich habe das Gefühl, du drehst dich im Kreis. Du sollst zurückkommen und deinem Boss erklären, dass es diesen Erben gar nicht oder nicht mehr gibt. Du hast schon viel zu viel gemacht. Soll ich ihn für dich anrufen? Mama, misch dich da bitte nicht ein. Ich will Hans Vorarlberg finden für meinen Kunden ebenso wie für mich selbst. Du bist genauso dickköpfig wie dein Vater. Aber sag hinterher nicht, du hättest besser auf deine Mutter gehört. Versprochen, Mama. Ja, den Vater kennen wir ja nicht wirklich. Es ist
mir eine Ehre, Ihre Bekanntschaft machen zu dürfen, Frau Romanski. Ich habe viel von Ihnen gehört. Man redet also heute noch von mir? Natürlich. Ihr Name wird allseits hoch gelobt. Sie sind eine der größten Sängerinnen dieses Jahrhunderts. Ich war, mein Kind, ich war. Welches ist nun also der Grund für Ihren Besuch? Wie ich Ihnen bereits sagte, ich bin Anwältin. Um ehrlich zu sein, verstehe ich recht wenig von klassischer Musik, aber die Herren Borodin und Jankovic haben mir wirklich Lust gemacht, sie singen zu hören. Du kannst spielen, das wissen wir. Da kommen Sie 10 Jahre zu spät, mein liebes Kind. Und wie geht es Frank? Ich nehme es ihm noch immer ein wenig übel, dass er uns verlassen hat, um in Amerika Karriere zu machen. Ich will Sie ja nicht kränken, aber ich habe schon immer gedacht, dass Cowboys nichts von großen Musik sind. Ich glaube, er singt heute kaum noch. Wenn, dann im Rahmen von Wohltätigkeitsveranstaltungen. Er lässt Sie ganz herzlich grüßen. Wie lieb von ihm. Sehen Sie, James? Man denkt noch an mich auf der anderen Seite des Atlantiks. Aber das habe ich nie bezweifelt, Frau Romanski. Und der andere Herr? Wie sagten Sie? Borodin? Kenne ich ihn? Ja, Sie haben einmal in Komkolzgrad gesungen. Ein herrliches Konzert, wenn ich dem Direktor glauben darf. Wenn Sie wüssten, wie lebhaft er sich noch daran erinnert. Auch er bewundert Sie heute noch. Der Gedanke, einen meiner treuesten Bewunderer wiederzusehen, ist wirklich sehr verlockend. Oh je, aber mit dieser Stimme ist es mir unmöglich. Eine rechtliche Angelegenheit, in deren Zusammenhang ich Herrn Sergei Borodin, den Direktor des Industriekomplexes Komkolzgrad, nordwestlich von hier, kennengelernt habe. Ich erinnere mich an diese Fabrik, ein finsterer Ort. Das waren Sie übrigens alle. Frau Romanski, dieser Herr Borodin ist einer Ihrer größten Bewunderer. Sein größter Traum ist es, Sie noch einmal bei sich singen zu hören. Singen? Aber mein liebes Kind, ich singe schon seit langem nicht mehr. Mit der Stimme ist es wie mit dem Rest. Mit der Zeit verblüht sie. Sie übertreiben. Ich bin davon überzeugt, dass Sie noch heute eine wunderbare Stimme haben. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Aber senil bin ich noch nicht. Ich finde mich mit der Realität ab. Nein, es ist für mich ausgeschlossen, noch einmal zu singen. Frau Romanski, glauben Sie mir bitte, dass ich Sie niemals hier gestört hätte, wenn ich nicht wirklich auf Ihre Hilfe angewiesen wäre. Ich verstehe, mein liebes Kind. Aber meine Gesundheit erlaubt es mir nicht mehr zu singen. Es tut mir sehr leid. Ach, komm. Es ist zu komisch, aber ich habe das Gefühl, Hans Vorarlberg muss einmal hier gewesen sein. Sie kennen Hans Vorarlberg? Nein, nicht direkt. Er ist die Person, nach der ich im Rahmen dieser Erbschaftsgeschichte suche. Aber je mehr ich seine Spur verfolge und seine Vergangenheit aufrolle, umso vertrauter wird er mir. Mhm. Sie haben ihn gekannt, nicht wahr? Ob ich Hans Vorarlberg gekannt habe? Hören Sie, James. Ob wir Hans gekannt haben? Meinen Hans. Oh mein Gott, was ist aus ihm geworden? Wo ist er? Eine erstaunliche Frage in der Tat. Höchst erstaunlich. Das weiß ich leider auch nicht. Hans Vorarlberg zu finden, ist das Ziel meiner Mission. Daher muss ich auch unbedingt meinen Zug, der in Komkolzgrad festsitzt, wieder fahrtüchtig machen. Ist es Ihnen ohne diesen Zug denn nicht möglich, ihn zu finden? Sie müssen verstehen, diese Lokomotive ist eine seiner letzten Erfindungen, ebenso wie Oskar, der Pilotautomat. Ich bin davon überzeugt, dass beide mich zu ihm führen werden. Hören Sie das, James? Oh, wie lange schon hoffe ich, diesen Moment erleben zu dürfen. Wenn ich nur singen könnte. Oh, wenn ich jetzt in Paris wäre. Ich würde den guten alten George bitten, mir seinen Wundercocktail zu mixen. Nicht wahr, James? Sie haben mir diese Geschichte schon oft erzählt, gnädige Frau. Ohne dieses legendäre Getränk hätten Sie Ihre Frankreich-Tournee vermutlich absagen müssen. Ich verstehe nicht ganz. Das ist eine ganz unglaubliche Geschichte. Es war Dezember. Ein schreckliches, feuchtkaltes Wetter. Ich sollte an diesem Abend in der Pariser Oper die Tatjana singen. Bereits am Morgen versagten jedoch meine Stimmbänder. Ich wäre fast verrückt geworden. Kein einziges Medikament wirkte. Ich weiß nicht wie, aber George, der Barman des Hotels Murray's, hatte von meinem Unglück erfahren und ließ mir einen speziell von ihm gemixten Cocktail bringen. Ein merkwürdiges Getränk. Doch, es wirkte Wunder. In kürzester Zeit war meine Stimme wieder da.
Fantastisch. Damit haben wir die Lösung. Wir werden Ihnen diesen Cocktail zubereiten. Mein liebes Kind, ich fürchte, das wird unmöglich sein. George hat mir nie das Rezept verraten. Dazu genoss er es viel zu sehr, sich durch dieses Geheimnis unentbehrlich zu machen. Dieser George wird es mir verraten. Ich kann sehr überzeugend sein, wenn ich will. Allerdings. Sie müssen ein wunderbares Leben gehabt haben. Oh, wunderbarer noch, als Sie es sich vorstellen können. Ich habe die größten Arien des klassischen Repertoires in den prunkvollsten Konzertsälen der ganzen Welt gesungen. Oh ja, mein Kind. Viele lagen mir ab den ersten Noten bereits zu Füßen. Und wie viele Gläser und Herzen habe ich zum Bersten gebracht. Daran zweifle ich nicht. Und da super. Nimmt uns eines Tages die Krankheit, was das Leben uns geschenkt hat. Meine Stimme wollte mir nicht mehr gehorchen. Dann kamen die immer häufigeren Migräneanfälle und mit meiner unschön, Gesundheit ja. ging es bergab. Man schickte mich schließlich hierher zur Kur. Und aus einem kurzen Aufenthalt wurden lange, lange Jahre. Aber Sie scheinen doch bei bester Gesundheit zu sein. Wir wollen es mal nicht übertreiben. Gut. Ich will Sie nicht länger beanspruchen. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre freundliche Aufmerksamkeit. Es war mir eine Freude, liebes Kind. Sie sind eine charmante junge Frau und Ihre Gesellschaft hat mir gut getan. Das ist eine Liebe. So, wir wählen 464. Drei, drei, sechs. 4 3. Hallo, ist da das Hotel Meuritz? Hier die Rezeption. Hallo. Ich hätte gern Herrn George gesprochen. Er ist Barmann in Ihrem Hotel. Einen Moment bitte. Ich verbinde Sie mit der Bar. Hier die Bar. Was kann ich für Sie tun? Gleich, guten oder? Tag. Ich hätte gerne mit George gesprochen. George? Sie meinen Herrn George? Ich denke schon. Er war in den 50er Jahren Barmann im Meuritz. Nun ja, wissen Sie. Herr George arbeitet schon lange nicht mehr hier. Worum geht es denn? Man hat mir gesagt, dass Herr George einen ganz ausgezeichneten Cocktail mixt, dessen Rezept nur er kennt. Ich müsste unbedingt dieses Rezept wissen. Es ist wirklich äußerst wichtig. Ich würde Ihnen ja gerne helfen, aber wissen Sie, bei all den Cocktails, die der gute alte George so kannte, ein richtig guter Barmann. Seinen Ruf hat er sich verdient. Er hat uns alle seine Rezepte dagelassen, als er ging. Welches genau suchen Sie denn? Ich weiß nicht. Es gibt sehr viele, sagen Sie. Und ob. Der Paris-Peking, der Enigma, der Baikal, der Blue Helena, der Red An. Helena, ja, der muss es sein. Der Blue Helena. Gut, ich schau mal nach. Der Blue Helena, also. Eine Dosis Wodka, eine Dosis Curaçao Blau, eine Dosis flüssiger Akazienhonig, eine Fingerbreite Zitronensaft und etwas Eis. Ordentlich schütteln und hopp. Perfekt. Ich danke Ihnen, mein Herr. Sie haben mir sehr geholfen. Ups. Ach, ehrlich. Da der Honig, der ist nämlich treichfest, flüssig sein muss, gehe ich zurück ins Schwimmbad. Ne, da lang, oder? Nein. Ah, ich habe übrigens jetzt gerade was gemerkt. Oder doch nicht, oder? Ja, man kann das abkürzen tatsächlich. Man kann es abkürzen, das merke ich jetzt gegen Ende des Spiels.
Dann machen wir jetzt mal ein bisschen schneller. Na, man braucht da Timing für. Navigiert, hä? Naja, vielleicht geht's doch nicht. So. Wow. Moment, warte mal. Lege die Wodkaflasche ebenfalls auf die rechte Seite. Was? Nein, hallo? Die Wodka. Moment hier. Ich hab doch. Ach, ich hab doch. Doch, ich hab eine Wodkaflasche. Hä? Woher? Was war das mit dem Wodka? Ich hab's vergessen. So. Die zweite Taste von links. Du Honig den zweiten Hebel von rechts. Frau Romanski, wäre es möglich, dass... Haben Sie meinen Cocktail? Nein, noch nicht, aber... Moment. Da gibt es... Ich bin ganz... Oh nein, das... Das müssen Sie... Nochmal? Hab ich ihn vielleicht schon. Nochmal. Also... Gut, nochmal. Von
von links. Ich habe wieder links, rechts.